So, wir kommen zum letzten Programmpunkt einer Podiumsdiskussion, wo wir jetzt auch einen weiteren Gast hinzugeladen haben, Kirsten Hader, arbeitet auch hier an der WEKA, Hochschule für Medien, und sie leitet die Skriptakademie und ist Drehbuchautorin und Dramaturgin. Genau, und das... Wir sollten daraus den Nutzen ziehen, dass wir vielleicht auch im Sinne der Studierenden, die jetzt leider nicht mehr so zahlreich hier vertreten sind. Es sind noch welche da. Es ist sehr positiv, dass noch welche da sind zu dieser späten Stunde. Ja. So ein bisschen auch über praktische Dinge nachdenken und sprechen, über dramaturgische Dinge. Also was eben, wir haben ja auch darüber schon gesprochen heute, aber noch mehr in eine praktische Richtung gehen, was sind denn eigentlich die Vorteile, die man davon hat, wenn man dystopische Serien erzählen möchte? Und die Probleme utopischer Erzählungen sind ja auch schon thematisiert worden. Vielleicht finden wir ja sogar Mittel und Wege, wie man das Utopische stärker machen kann in Erzählungen, oder vielleicht auch nochmal mehr praktisch zu denken, wie denn das Verhältnis von Dystopie und Utopie in seriellen Erzählungen gestaltet werden kann. Das Gespräch wollen wir aufnehmen, das Gerät läuft auch schon, damit das dann im Nachhinein für andere Interessierte zugänglich gemacht werden kann als Podcast. Ja, womit fangen wir an? Wir können ja vielleicht mal damit anfangen, was hier auf die Tafel heute ja geschrieben wurde. Es sind ja zwei Punkte genannt worden. Zum einen, welches Narrativ brauchen wir für Europa? Festung oder Fragezeichen? Und zweitens, oh, ich glaube, es war Absicht, dass das hinten fest ist. Oder der zweite Punkt, wie verhandeln wir die KI-Idee des Transhumanismus? Was bedeutet Überwindung des Menschen? Beides ist schon thematisiert worden. Zum ersten Punkt möchte ich noch sagen, dass zurzeit ja eine deutsche Serie produziert wird, mit dem Titel auch eine dystopische Serie, Tribes of Europe. Da werden wir dieses Thema der Neuformierung von Europa vermutlich ganz explizit zu sehen bekommen. Ich weiß, habe sonst noch nichts über die Serie erfahren. Es war ursprünglich mal geplant, die Autoren der Serie einzuladen. Die haben sich leider nicht gemeldet. Sie sind vermutlich in ihrer Dystopie versunken und nehmen zurzeit nicht an unserer Welt teil. Und das Thema KI, wie schon gesagt, hatten wir jetzt schon vor allem am Nachmittag in einigen Vorträgen. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an, weil wir das ja eben gerade in den letzten Vorträgen auch hatten. Wie können wir denn die KI-Idee des Transhumanismus in Serien verarbeiten? Macht das überhaupt Sinn? Ist das etwas, was unter den Nägeln brennt? Ich muss gestehen, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe, weil KI und Transhumanismus, das sind in meinem Verständnis zwei ganz verschiedene Dinge, die nicht notwendigerweise miteinander zu tun haben. Also künstliche Intelligenz, ist das per se Transhumanismus? Ich weiß, also, beziehungsweise künstliche Intelligenz ist etwas, was in meinem Verständnis mal vom Menschen abgekoppelt ist. Natürlich gibt es dann die Idee des Menschen, der sich irgendwie mit der Maschine verbindet, aber das hat, was Transhumanismus wäre, oder eine Möglichkeit von Transhumanismus, aber das hat nicht per se etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ich weiß nicht. Also, vielleicht kann mir da jemand helfen, also die Person, die das geschrieben hat. Ja, wer war's? Das war Herr Beutler. Es gibt hier diesen Film von 1976, glaube ich, Demon's Seed. Da geht es um diesen Professor, der sein ganzes Haus einrichtet mit einer künstlichen Intelligenz, die alles steuert und die sich selbst immer weiterentwickelt und dann irgendwann das Haus abriegelt, den Erfinder außen vorlässt, aber seine Frau, Julie Christie spielt die, quasi wie so eine Art Gebärmaschine dann benutzt, um ein quasi Mischwesen, ein Hybridwesen zwischen künstlicher Intelligenz, Roboter und Mensch herauszubringen und sich selbst quasi zur Welt zu bringen. Das ist halt jetzt unglücklicherweise ein Spielfilm. Und das ist ein interessanter Punkt, weil in einem quasi sehr dichten Kosmos, den dieser Film entwickelt, der auch quasi wie ein Kammerspiel funktioniert, ist das sehr gut umzusetzen. Das wäre ja seriell zum Beispiel nicht denkbar, so eine Geschichte. Nicht wirklich.
Also das heißt, wie oft will man in ein Haus gehen mit einer Folge um die andere, ja? Und wie, welche Episoden will man daraus entwickeln und sowas. Also ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt, wie verhandelt man das in Serien, wäre eigentlich die wichtige Frage. Und, ja. Also vielleicht, wenn ich da anknüpfen kann, ich hatte gerade irgendwie so eine Idee, also weil natürlich kann man so eine erzählen mit, okay, es gibt auf der einen Seite die Maschinen, die eben Mensch werden wollen und die, das ist dann nicht nur das Haus, sondern wir haben überall diese Maschinen, die das möchten. Und dann sind wir aber eigentlich sehr schnell wieder an diesem Punkt, da gibt es irgendeinen Krieg zwischen zwei Fronten. Also das läuft dann sehr schnell auf so eine Struktur hinaus, wenn man das dann über einen längeren Bogen erzählen will. Also dann sind wir nie wieder in so einem futuristisch postapokalyptischen Szenario, mehr oder weniger postapokalyptisch, wo die Maschinen gegen die Menschen kämpfen. Und was durchaus man über diverse Staffeln hinziehen kann, die Frage ist wirklich, wie interessant ist das? Also müssen wir zwangsläufig bei so etwas landen, wenn wir solche Geschichten erzählen? Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Das hat nicht direkt mit KI zu tun, aber es ist auch eine sehr dystopische Serie, an die ich da gerade denken muss, nämlich Black Mirror, die ja auch eine Art Kammerspielartiges System hat. Man ist zwar mal draußen, man ist auch mal in der Praxis der Psychotherapeutin, aber im Wesentlichen bei dem jungen Mann zu Hause oder sogar in seinem überfüllten Arbeitszimmer, wo er dieses Computerspiel entwirft. Und man hat ein Szenario. Also weißt du, der Folge Bandersnatch. Genau. Und man hat immer dieses Szenario, dass er praktisch mehrere Realitäten versucht, die Realität versucht zu verändern. Das ist also im Grunde auch ein sehr spannendes Experiment. Wenn jemand zu mir käme und sagen würde, ich will eine Serie machen mit mehreren Folgen, die immer wieder an den gleichen Orten spielt, würde man wahrscheinlich sagen, oh, riskant. Aber was ich gut finde an den neuen Entwicklungen jetzt hier, in den Serien in den letzten Jahren zu sehen, dass man sich mehr traut und auch Sachen traut, die jetzt von vornherein erstmal kompliziert erscheinen. Und das ist die große Errungenschaft, glaube ich, der Serien in den letzten Jahren, dass sie mehr wagen und auch Figuren wagen, die näher am realen Leben dran sind. Und gleichzeitig man dann natürlich Themen aufnehmen kann, wie KI oder überhaupt Digitalisierung. Ne? Diese Horrorvision, dass die Maschinen irgendwann die Macht übernehmen. Das ist natürlich etwas, was sehr möglich geworden ist zu erzählen, viel mehr als jetzt vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Digitalisierung ist ja momentan so ein Großthema hierzulande und ich glaube auch nicht nur hier. Und das changiert ja im Prinzip zwischen Angst, was denn da kommen mag, und den enormen Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Einerseits die Angst, ganz viele werden ihren Arbeitsplatz verlieren, auf der anderen Seite ganz neue Arbeitsbereiche, die da entstehen können, die wir jetzt noch gar nicht wirklich erahnen können, was das denn sein wird. Plus die Vision, dass diese Algorithmen, die schon ja bei Orwell irgendwie als Vision der totalen Überwachung vorhergesehen wurden, ja irgendwo eine Realität geworden sind oder schlimmer, ne? Wir sind so Gläsern, wie wir niemals entschieden hätten sein zu wollen. Also es ist nicht nur der Arbeitsplatz, glaube ich, sondern auch die Macht, die tatsächlich ausgeht von den digitalen Algorithmen und denjenigen, die sie nutzen. Ja. Also das ist nur die Digitalisierung und Ängste, das hat jetzt nicht direkt mit Serien zu tun. Was interessant ist, also seit ein paar Jahren wird ja irgendwie eine neue Studie veröffentlicht, wie durch Digitalisierung und Computerisierung und Roboter, was alles für Jobs verschwinden werden. Und da kann man nicht schauen, also wir als Geisteswissenschaftler, wir sind einigermaßen auf der sicheren Seite, dauert es relativ lange, bis wir überflüssig sind, aber da kann man nicht schauen. Also bei dem Job, keine Ahnung, besteht 50% Sicherheit, dass er verschwindet und so weiter. Und das Ganze wird in meinen Augen in den Medien eigentlich immer darüber berichtet, mit Hilfe, uns geht die Arbeit aus. Und was machen wir jetzt? Das Interessante ist, wenn man die Geschichte der Utopie anschaut, eines der großen Themen in der wahrscheinlich etwa 500 Jahren Utopiegeschichte ist Reduktion der Arbeitszeit. Also das ist schon bei Morbus so, ich weiß nicht mehr, ich glaube, da ist es ein 8- oder 9-Stunden-Tag und das zieht sich immer durch. Eines der ganz großen Dinge ist, man muss weniger arbeiten.
Und anscheinend einer der Träume der Menschheit war, es war immer schon, wir müssen weniger arbeiten. Und jetzt kommt das, es wird weniger Arbeit sein und das ist die Horrorvision. Und ich verstehe natürlich schon, was alles dahinter steckt mit Sozialwerken und so weiter, aber ich finde das ganz interessant, dass das plötzlich die negative Entwicklung per se ist, statt dass man sagt, super, endlich ist es soweit, jetzt können wir die Arbeit komplett neu verteilen und jeder muss nur noch 4 Stunden pro Tag arbeiten. Also dass das eine Idee ist, die überhaupt nicht existiert, obwohl das irgendwie so essentiell ist in der Geschichte der Utopie. Das liegt möglicherweise daran, dass das Kapital halt nicht so verteilt ist. Aber müsste man halt umverteilen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass also die politisch basierten Ideologien, die eigentlich da einfließen müssten, auf eine Weise außen gehalten werden, außer der kapitalistischen Idee, die sich ja da verselbstständigt hat. Und dass das immer dann dieses Potenzial des Dystopischen schon mitträgt. Ja? Also weil im Grunde sind die nach Gerechtigkeit strebenden Utopien politischer Art ja mit der Idee der Utopie verknüpft. Also ist das andere von vornherein ein Gegenmodell. Also, und deswegen wird dann das auch zur Angstvorstellung, ja? Dass plötzlich keine Arbeit mehr da ist oder so. Genau. Genau, es ist jederzeit offen zum Plenum, ne? Wollte ich nochmal sagen. Ja, ich stelle jetzt nochmal diese Frage, die ich vorhin nicht stellen wollte. Dystopien haben wir jetzt ja in verschiedenen Varianten heute drüber gesprochen. Und meine Frage ist, wieso haben eigentlich alle Vortragenden sich immer auf nicht deutsche Serien und Filme bezogen? Also es gab überhaupt keine Referenzen, was deutsche Filme, deutsche Serien, was auch immer, Dark und so weiter. Ich habe Metropolis erwähnt. Das ist wirklich, ja, Metropolis. Das war's, Fritz Lang. Aber mehr... Das SGB ist doch von Philipp Kadelbach, ne? Ja, aber es ist eine britische Produktion. Ja, es ist eine britische Produktion. Und das nicht als Vorwurf, ne? Das meine ich gar nicht, sondern haben wir das eigentlich gar nicht? Es gibt wenig. Es gibt einfach so wenig. Ja, dieses 8 Tage, ganz neu, Telegram 2009, könnt ihr noch kennen. Dark? Ist Dark? Dark ist das doch, würde ich auch sagen, Dystopie, oder? Unbedingt sehr, Dark muss Dark. Also 8 Tage und Dark ist mir eingefallen. Okay. Von einem deutschen Duo-Regie. Das ist für die Schweiz gesperrt bei Netflix. Es sind Mittel und Wege. Ich könnte noch nennen Tempel, das ist von ZDF Neo produziert. Das ist ein junger Mann, nicht mehr so jung, aber Mitte 30, der sozusagen der Gentrifizierung zum Opfer fällt, der als Altenpfleger arbeitet. Thema Sterbehilfe wird thematisiert, ist jetzt nicht in dem Sinne dystopisch, im Sinne von, aber auch eher in die Richtung so der Zerfall der Gesellschaft. Also der Zerfall, vor allem der Verfall der Werte, wird da sehr deutlich thematisiert, hat aber niemand gesehen, weil es ausgestrahlt ich auch nicht. Zu Zeiten, die man nicht guckt und auch vor allem auf ZDF, Neo, ich glaube, wird sowieso wenig noch, das Zielpublikum noch relativ klein. Aber da gibt es immerhin. Die haben sich ganz schön gemacht. Bitte? Die haben sich ganz schön gemacht. Die haben sich gemacht, teilweise ja. 2 Millionen. Ja, das ist schon ein guter Anfang auf jeden Fall. Aber es ist jetzt so, dass. Hat jemand davon gehört in dem Raum hier? Immerhin 2 Leute, also 3. Dann, Ja, gut, und mein Forschungsbereich ist deutsches Fernsehen. Oh, okay, das ist so. Nein, also dann sind es im Grunde 2 und bei mir war es eher durch Zufall, ich weiß nicht, bei dir. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass das Parfum von ZDF Neo produziert wird und da wurde eben auf Tempel bezogen. Aber das war so. Also eher auch bei uns auch eher zufällig. Das heißt, da ist immer noch ein Nachholbedarf, es in die breite Bevölkerung zu kommunizieren. Ist das Dystopie? Muss man nicht zumindest mal Welt am Draht erwähnen von Fassbinder? Weil das ist ja im Grunde in den 70er Jahren der Versuch gewesen, mehrteilig im deutschen Fernsehen, aber in den 70ern halt, umzusetzen. Und das ist ja auch nicht wiederholt worden, du musst es wissen. Also so ein Konzept gab es eigentlich danach nicht mehr. Nur ist es halt auch nicht nach unserem Verständnis durch den Minimalismus, den diese Serie oder Miniserie hat, auch nicht so aufgenommen gewesen. Also ich würde sagen, in den 70ern, vielleicht noch 80ern, gibt es sicherlich das ein oder andere. Ah, das Palais von Rainer Erler. Das blaue Palais
wahrscheinlich, wie gesagt, Telerob 2009. Mhm. Ich hatte auch mal auf dem Schirm so eine Kinderserie, aber da fällt mir der Name nicht ein. Der Geisterbaum. Das ist irgendwie auf DVD, liegt auch beim DVD-Stapel dringend zu gucken, der auch immer größer wird. Also das eine oder andere gibt es, aber das sind natürlich dann oft Sachen, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind. Da wundert man sich halt plötzlich über irgendwelche DVD-Veröffentlichungen. Die Kultserie 70er Jahre, keine Sau je was von gehört. The Magic Tree? Nee, es ist eine deutsche Serie. Ich habe zu Hause den Titel vergessen. Also hier und da gab es mal was, aber es hat einfach nicht die Breitenwirkung gehabt und auch im wissenschaftlichen Kontext tauchen die extrem selten auf. Also jetzt in diesem Band, den ich zitiert habe, Schlechtes Gedächtnis, da gibt es zum Beispiel über Zahnschmerzen mal einen Artikel. Ich denke, ganz generell ist der Grund, also warum wird nicht darüber gesprochen, es wird sehr viel weniger gemacht und ganz generell ist... Also wenn man es jetzt unter dem Großbegriff Science Fiction schlägt, halt das ein Genre, was ganz klar vom US-Kino dominiert wird. Was verschiedene Gründe hat, dass auch, warum auch hierzulande sehr wenig entsprechendes produziert wird. Also das, und ich meine, in der Literatur ist es ähnlich. Es gibt natürlich irgendwie, Juli C. hat eine Dystopie geschrieben, aber auch hier ist mehrere geschrieben. Also das gibt es schon, aber auch in der Literatur gibt es ja nur begrenzt eine eigenständige deutschsprachige Science-Fiction-Tradition. Es gibt Perry Roden und da gibt es lange nichts und dann gibt es noch ein paar vereinzelte andere Dinge. Was diverse Gründe. Bei Juli C. ist dann unter Leuten der super erfolgreiche Roman, jetzt wird jetzt auch von vielen dabei eben nicht diese Dystopien, die sie geschrieben hat. Vielleicht mal eine deutsche Produktion ansprechen, wenn ich dem jetzt richtig sage, ich glaube Menschenjagd. Das war doch ein Film, ich weiß nicht, ob es ein TV-Film ist oder ein Spiel. Millionenspiel. Ach, das ist ein Millionenspiel, ja. Richtig so. Das ist so quasi die Vorlage für Running Man später. Ja, 1970, ja. Von Wolfgang Länger. Also als Autor. Das ist Tom Tölle als Regisseur. Tom Tölle, ah ja, genau. Ja, Menge hat, glaube ich, müssen wir jetzt mal genau gucken. Bei dem wird man sicherlich auch noch das eine oder andere finden. Als Film sicherlich, wie gesagt, gibt es auch das eine oder andere. Also da gibt es irgendwie frühe 80er was, wo jemand halt Hamburg mit der Atombombe erpresst oder sowas. Also Atomangst. Plutonium? Ne, Plutonium wäre ja bei der Erle nochmal, das war auch wieder 70er. Wobei man sich wirklich fragen muss, wo ist das? Sind das wirklich alles dystopische Modelle oder sind das nicht zum Teil einfach Science-Fiction-Motive, die Gegenwart betreffen und gesellschaftskritisch sind? Müsste man jetzt hier was im Detail beigucken. Müsste man das auch diskutieren, meiner Meinung nach. Wir hatten Dark haben wir im Vorfeld drüber gesprochen und der Regisseur wäre uns willkommen gewesen, aber ich habe danach darüber nachgedacht, es ist ja eine Zeitreisengeschichte erstmal. Es ist also, die spielt auf verschiedenen Ebenen, spielt auch in der DDR und so weiter, also deutsche Geschichte wird thematisiert. Es gibt, eigentlich ist das eher eine Mystery- und Science-Fiction-Serie. Und da fällt mir übrigens was ein, was ich vorhin noch sagen wollte. Wir hatten ja drüber nachgedacht, also die These von Simon war ja, die meisten Dystopien sind im Film oder Serien sind Science-Fiction, dem Science-Fiction-Genre zuzuordnen, während das natürlich umgekehrt nicht geht. Also das heißt, Science-Fiction ist nicht meistens eine Dystopie, sondern kann auch andere Formen haben. Aber gerade anlässlich von Altered Carbon, dieses Wechseln der Körper, in Get Out zum Beispiel, ist das als Horrormodell durchgespielt. Mhm. Get Out basiert wiederum auf die Frauen von Stepford in gewisser Weise, also wo die Frauen eines Ortes ausgetauscht werden gegen Roboter, die einfach immer gleich bleiben und immer gehorsam sind. Und eine, sagen wir mal, maskulistische Utopie vielleicht oder sowas. Das ist bei Get Out ja mit positivem Rassismus und so einer Art Neo-Sklaverei eigentlich begründet, weil da die alten, als sterbenden Weißen quasi sich junge, farbige Körper suchen, weil sie die für besonders attraktiv und widerstandsfähig halten, also was eigentlich eine Sklavenhaltermentalität reflektiert.
Das wären also quasi andere Genres, die auch diese Modelle zum Teil auch wirklich mit Gesellschaftsdystopien eigentlich verknüpfen. Ist mir nur eingefallen, weil das ein bisschen reinspielt auch in Westworld und diese Sachen. Die ich muss jetzt gerade beim letzten Vortrag muss ich jetzt auch wieder an Get Out denken. Mhm. Also eben dieses, also dort ist so dieses Motiv der Hirntransplantation, was immer lustig ist, aber es ist das gleiche Prinzip auch. Genau, den Körper zu wechseln. Mhm. Dann, ja. Ich würde gerne nochmal das aufgreifen, warum es da so wenig an deutschen Serien gibt. Du hast ja eingangs gesagt, dass das auch im Hollywood-Kino so lange doch brach lag, das Genre erst in den 60er, 70er Jahren, dass das auch mit Budgetgründen verbunden war. Ist das denn möglicherweise ein Grund und vielleicht ist das auch ein Grund, warum jetzt doch einige Serien produziert werden, weil sie eben beispielsweise bei Netflix diese Budgethindernisse nicht mehr haben? Ja, einmal das, also wenn ich da vielleicht gleich einhaken darf, weil wir das sehr viel diskutieren, auch bei uns in der Skriptakademie. Die Frage ist, glaube ich, wenn man jetzt mal so 5 Jahre zurückblickt, also vor dem Auftauchen des Streamingdienstes in Deutschland, dann wären solche Sachen wie Dark einfach schier nicht möglich gewesen. Ich glaube, es hat weniger mit dem Budget zu tun, weil so teuer war es, glaube ich, gar nicht. Ich weiß keine genauen Zahlen, aber das ist sicherlich im Rahmen gewesen. Aber man hat immer gesagt, ja, das wollen die Zuschauer nicht sehen und man hat sich es auch ein bisschen nicht getraut. Also man muss auch sagen, die Redakteure, ohne jetzt Einzelne rausgreifen zu wollen, haben tendenziell so immer den Wunsch, wir möchten eigentlich genau das, was so erfolgreich ist, wie das und das Produkt. Und aber ganz originell anders, aber eigentlich genau so. Und in diesem Widerspruch in sich bewegte man sich immer in diesem Feld. Und erst eigentlich mit dem Auftauchen der Streaming-Dienste, schon mit der Androhung, dass sie auftauchen würden, wurden also diese ganzen Akteure sehr aufgescheucht, muss man sagen, glücklicherweise, sagen wir meistens, und haben Angst bekommen, ganz ehrlich gesagt, an Marktanteilen zu verlieren. Das ist ja auch passiert zum größten Teil, weil wen auch immer man fragt, ob sie noch Fernsehen schauen, sagen die meisten schon so, oh mein Gott, nein. Das heißt, die Konkurrenzsituation hat ganz viel verändert und in der Folge sind glücklicherweise einige Produkte entstanden, die sehr, sehr gut sind, finde ich auch an Serien. Ich nenne auf jeden Fall Dark immer zuerst mit, weil es wirklich viel gewagt hat. Ich nenne aber ausdrücklich auch Bad Banks, was auch 10 Jahre ist die Produzentin rumgelaufen mit dieser Idee und hat gesagt, ich möchte das über Banken machen. Und da haben alle gesagt, du spinnst doch gut. Und dann plötzlich ging es und es ist eingeschlagen wie verrückt. Das muss man mal auf der Zunge sich zergehen lassen, dass das mit ZDF-Arte-Beteiligung möglich geworden ist. Das sind, also Arte schätze ich sehr, aber ZDF war jetzt nicht besonders für seine Innovationskraft bekannt in der Vergangenheit. Dass das so gut funktioniert hat, freut natürlich ganz, ganz viele Menschen, nicht nur unter den Zuschauern, sondern auch unter den Filmemachern, weil wir natürlich sehen, es geht. Und man kann hochqualitative Serien im Fernsehen zeigen und auch so zeigen, dass die Leute es auch sehen und auch gut finden und mehr davon wollen. Das heißt, da hat sich gewaltig was getan. Es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, auch in den Kreisen der Autoren auf jeden Fall. Unglücklicherweise auch der Produzenten und Redakteure, weil sie sehen, es funktioniert grundsätzlich. Da gibt es für Staffel 2, Backlinks gibt es Staffel 2. 8 Tage. Ja, genau. Wahnsinnig erfolgreich. Hat funktioniert, auch TNT, also Sky ist das ja ein bisschen mal eingeschränkt. Ja. Weinberg nenne ich noch, dann Arthurs Gesetz, das sind alles nicht unbedingt dystopische, aber so schräge. Und Parfum. Ja, auch auf jeden Fall. Dass man da wirklich Mut fassen darf, zu sagen, da kommt auch noch viel. Und natürlich muss jetzt erst nachproduziert werden, aber sie trauen sich insgesamt mehr. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist gar nicht so sehr Budgetfrage, weil solche Produkte kosten nicht mehr als der Bergdoktor, um mal was zu nennen. Aber sie sind eben ganz anders gedacht und auch umgesetzt. Wie werden die vertrieben? Also ich kenne eigentlich wirklich irgendwie deutsches Fernsehen überhaupt nicht, ich schaue so kein Fernsehen, aber also laufen die auch im regulären Programm oder über Streaming oder beides? Ja, also bei Dark ist es ja eine Netflix-Produktion gewesen, die läuft über Netflix. Das war die erste deutsche Netflix-Produktion. Die erste deutsche, soweit ich weiß, ja. Bei Bad Banks war es so, dass sie eine Twitter-Auswahl gestartet haben. Es lief zuallererst
glaube ich, in der Mediathek lustigerweise und im Kino. Okay. Da haben sie nämlich Kino, also alle Folgen hintereinander, also 8 Folgen oder so, wurde das aufgeführt. Und man hat dann das zuerst, glaube ich, auf Arte ausgestrahlt und dann ZDF. Ja, und relativ parallel, erstaunlicherweise. Mhm. Ich meine, wenn man darüber spricht, dann sollte man auch nicht Babylon Berlin vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden wollte Fall. Ich gerade sagen. Auf jeden Fall. Das wiederum war, und interessanterweise, also da kommen jetzt so verschiedene Begehrlichkeiten hinzu. Das war ganz interessant, denn bei Dark war zum Beispiel die Filmförderung Berlin-Brandenburg, die Medienbord, höchst interessiert, Geld dazu zu geben, weil die natürlich überall auch gerne dabei sein möchten. Das ging aber deshalb nicht, weil Netflix gesagt hat, ja, könnt ihr machen, Geld geben, aber Rechte bekommt ihr nicht. Oder zumindest nicht in dem Umfang, wie die Medienboard sie gerne gehabt hätte. Das heißt, man ist da nicht zueinander gekommen. Sehr zum Bedauern der Medienboard. Und das ging aber bei Berlin, Babylon Berlin eben doch, weil dort gibt es andere Verhandlungsmasse, wie auch immer, sodass die dann natürlich ihre Finger mit drin haben und hoch interessiert sind, bei diesen Serien eben auch dabei zu sein. Das ist natürlich sehr attraktiv. Und da ist also sehr viel Umbruch. Das heißt, also unsere Steuergelder sind auch in diese Serie mit eingeflossen. Es ist ja Steuergeld, was die verteilen letztendlich. Und aufgrund des Erfolgs sicherlich auch zurückbekommen. Das ist ja dann immer sehr erfreulich, wenn die Förderer ihr Geld wiederbekommen. Dann können sie es neu vergeben für neue Produkte. Aber es ist eben schon so, dass die Amerikaner da durchaus sehr selbstbewusst auftreten und sagen, wir brauchen neue Geld. Selbst. Und dann gibt es ja die nächste Diskussion noch, wenn man jetzt über Vertriebswege und Verbreitung nachdenkt. Habt ihr sicherlich gehört von dem Eklat in Cannes? Letztes Jahr ging das schon los, dass ein Netflix-Film eben im Wettbewerb lief, wo die verschiedenste Initiativen, also Kinobetreiber und alle möglichen Verbände dagegen Sturm gelaufen sind und gesagt haben, das geht nicht. Und da fragten alle auf der anderen Seite sozusagen, warum soll das nicht gehen? Das ist ein Film. Letztendlich, wenn er hier im Wettbewerb angenommen wird, wo ist das Problem? Und da, das ist für mich eben ein Zeichen, dass diese alten Fründe sozusagen gerne natürlich geschützt werden sollen und man Angst hat vor der Konkurrenz. Und ja, ob das nun gut ist oder schlecht, ich tendiere eher dazu zu sagen, es ist gut, weil es die Konkurrenz belebt das Geschäft und der Zuschauer kriegt am Ende mehr, als wenn er immer nur die alten bislang habe ich ja auch noch von keinem Regisseur gehört, der sich nicht dafür ausgesprochen hat, für Netflix auch Filme zu machen. Kennst du zumindest Regisseur? Bitte? Dann kennst du zumindest Regisseur. Ja, also ich habe doch von keinem gelesen, das meinte ich ja. Na, dann kennst du zu wenig. Aber wir sind ja bei Serie sozusagen und Dystopie. Ich finde cool, wenn wir noch zum Thema nochmal zurückkommen würden sozusagen und weniger über Netflix reden. Oder vielleicht sozusagen Netflix, wo, was mich interessiert und was oft heute vorkam, dass die dramaturgischen Regeln, die sozusagen die Serie vorgibt, und da sind wir wieder bei Netflix, die auch letztlich der Sender vorgibt, oft sozusagen dem entgegensteht, eine wirkliche Utopie oder, ne, oder in einer dystopischen Welt wirklich eine Form von Utopie zu bilden, ne, weil sozusagen das dann eben nicht irgendwie gibt es keinen Konflikt und so weiter. Ist es dann, gibt es dann irgendwelche Ideen, wie sozusagen eine neue Dramaturgie, die sozusagen auch durch irgendeine Serienform eventuell auch möglich ist, ja, weil sozusagen auch andere Erzählstrukturen möglich sind, die dann uns dazu führen, wirklich zu einer Utopie oder in einer dystopischen Welt zu einer Utopie zu kommen. Das wäre doch interessant, wo der Science Fiction, ne, der eigentlich doch immer gebunden ist an Plotpoint 1, Plotpoint 2, und das kann ja nicht Science Fiction sein, weil eine Erzählstruktur von vor 80 oder 100 oder 50 Jahren oder so, die kann ja auf gar keinen Fall Science Fiction bilden. Also jetzt mal eine steile These von mir. Also ich meine, wenn wir jetzt mal anschauen, was in der Literatur passiert ist, also es gibt in der Utopie dieses klassische Modell, was so Ende des 19. Jahrhunderts dann langsam stirbt, dann kommt die Dystopie, die dann eben erzählerisch viel interessanter ist, und dann beginnt eben, was ich heute schon kurz erwähnt habe, in den 70er Jahren, was als Critical Utopia, also als kritische Utopie bezeichnet wird. Und das ist so ein Mischmodus, wo man sagt, wir geben den utopischen Traum nicht auf, aber wir sind uns bewusst, dass das klassische Modell Probleme hat und wir können eigentlich nur unvollständige Utopien zeigen, die immer halb scheitern und quasi immer die Arbeit daran. Und wenn man sich mal anschaut, was da für Romane sind, könnte man
ein Roman wie Der Disprozess Planet der Habe nicht zu verfilmen? Glaube ich schon. Und zum Beispiel, also in meinen Augen eines der besten Beispiele in Literatur, das ist die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson, das ist über drei Romane hinweg, wird da gezeigt, wie auf dem Mars eine neue Gesellschaft entsteht und dann kommen die Konzerne und wollen das unterirdisch und dann gibt es eine Revolution. Und Robinson ist ein extrem reflektierter Autor, der kennt die gesamte Geschichte der Utopie und ist sehr reflektiert, wie die immer wieder versuchen, etwas Neues aufzubauen und dann scheitert es wieder. Also da ist viel Action drin, da ist sehr viel auch, aber auch politische, soziale Theorie drin. Tatsächlich gab es, glaube ich, vor etwa 3 Jahren hieß es, da soll eine Serie draus werden, die dann aber leider gecancelt wurde. Also ich würde behaupten, so etwas könnte man tatsächlich umsetzen in so einem ständigen Prozess. Wäre extrem schwierig, das dann auch nur halbwegs so zu übertragen, aber ich denke, man könnte so etwas machen. Aber sicher nur im Sinne von ständiger Arbeit an diesem Modell und wie es damit wieder scheitert. Ich glaube, so etwas könnte gehen. Vielleicht nur ganz kurz dazu dann, Markus, weil du schon gesagt hast. Es sind ja auch noch weitere Sachen in Arbeit. Ne? Ich habe beispielsweise auch gelesen, dass die Trilogie von Margaret Atwood, die ich vorhin erwähnt hatte, dass auch die verfilmt werden soll, dass da eine Serie daraus entstehen soll. Also es ist eine Menge in Arbeit. Auch Snowpiercer wurde heute ja schon erwähnt. Snowpiercer wird auch zu einer Serie verarbeitet. Das sehe ich dann schwieriger, aber gut. Ja, kann man sagen. Es gibt ja auch, Snowpiercer gibt es ja auch als Comic. Ne? Das sind ja auch mehrere Teile. Hat mit dem Film auch vergleichsweise wenig zu tun. Es wird, glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil aus einem der Comics rausgenommen und in der Verfilmung dann eingesetzt. Ja, das, was mich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, ist, wir haben ja schon über Serien gesprochen, und das geht genau auf das ein, was du fragst, wie zum Beispiel Handmaid's Tale, welche Probleme auftraten mit der zweiten Staffel, nachdem die erste ja den Roman bereits abdeckt. Der Vorteil, den eine serielle Erzählung hat, ist, dass sie mehr Zeit hat. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und dadurch, dass sie mehr Zeit hat, kann sie natürlich mehr auch mit Wiederholungen arbeiten und Varianten. Und ich glaube, dass Dystopien durchaus den Raum für diese Form der Erzählung bieten. Westworld ist auch so etwas. Da geht es ja immer wieder darum, jeder neue Tag beginnt wieder mit quasi dieser programmierten Erzählstruktur in der ersten Staffel. Und das kann man in einer Serie wesentlich besser erzählen als in einem Film. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, in einem Film wie täglich grüßt das Murmeltier und so wird das auch gemacht. Aber das ist natürlich der Raum, den die Serie bietet, darauf etwas zu entwickeln. Auf dieser Folie ist durchaus ziemlich gut gegeben. Und ich glaube, das ist vermutlich eine der wenigen Begründungen, warum Dystopien und serielle Erzählformen zusammenkommen können in dieser Form. Aber die Probleme treten in dem Moment auf, wo sich das erschöpft hat. Also der Erschöpfungspunkt darf nicht... Bei Walking Dead haben wir das auch. Klar, das ist... Ich habe das auch aufgehört. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Ich wollte niemanden verletzen. Ich hab das nach der 4. Staffel aufgehört, weil irgendwann dachte ich mir, ja, es ist immer wieder die Miniaturgesellschaft, die sich bildet. Sie wird von bestimmten Faktoren verändert. Und das stimmt schon. Da sind verschiedene Varianten drin. Aber das ist in der seriellen Form auch irgendwann erschöpft. Aber ich meine, wie ist das... Also das ist nicht sehr, kein origineller Gedanke, aber ich meine, ist das nicht eigentlich das Schicksal praktisch aller Serien? Also ich meine, welche, wenn ich mir jetzt überlegen muss, mir fällt eigentlich genau Breaking Bad an als Serie, wo ich sagen muss, okay, das ist wirklich der Höhepunkt zum Schluss und das wird immer besser. Da mag man sich drüber streiten und vielleicht gibt es noch andere Beispiele. Ich kenne eigentlich kaum eine Serie, wo ich nicht finde, so spätestens ab der 4., 5. Staffel, okay, eigentlich habe ich es jetzt gesehen. Also ich glaube, das... Twin Peaks. Ja gut, aber ich werde doch den Fisch machen, das ist ganz klar. Twin Peaks kann man eindeutig bis zum Ende seines Lebens gucken. Aber die sind ja auch wieder zurückgemodelt. Ja, wir müssen ein bisschen jetzt auf die... Ich möchte genau daran anknüpfen. Einerseits ganz kurz auf Breaking Bad und dann auf Westworld und Dystopie. Breaking Bad ganz kurz, da hat ja der Creator von Anfang an das Konzept vorgeschlagen, ich habe eine abgeschlossene Story und erzähle die über diese 6, 7 Staffeln und dann ist gut. Wo der Sender irgendwann gesagt hat, um Gottes Willen, mach doch weiter. Nein, und der hat das Konzept durchgezogen, was sehr vorteilhaft war. Und wir hatten unten noch eine Pause im Gespräch bezüglich Westworld, weil wir schon so ein bisschen den Konsens gefunden hatten, das hatte sich auch erschöpft dann. Er sagte dann aber, das Schlussbild der 2. Staffel, wo es dann wirklich diese neue künstliche Lebensform in diese freie Welt tritt, das bietet ja wieder Raum für was Neues. Und der Kollege, Herr Morgenstern war das, wir haben uns gerade kennengelernt, sagte,
angeblich hätten ja jetzt die Creator Lisa Joy und Jonathan Nolan doch auch so ein Konzept wie bei Breaking Bad. Wir haben eine Story für so und so viele Staffeln, wollen das erzählen, dann spielt aber wieder der Sender eine Rolle, der das dann auch umsetzt, weil er sagt, das gefällt uns vielleicht nicht und wir machen es nicht weiter. Also die Frage ist, kann man doch irgendwo weitergehen und was Neues entdecken? Nee, ich meine, es ist sicher grundsätzlich möglich, aber ich glaube, das Erschöpfungsmoment ist etwas, was sehr oft kommt und eigentlich und nichts mit Dystopie per se zu tun hat, sondern in der seriellen Form liegt. Naja, aber ich glaube, es wäre interessant, mal zu diskutieren, wo der Erschöpfungspunkt ist und von welcher Seite her, weil ich meine, was bei Breaking Bad funktioniert hat, war die Spin-off Better Call Saul. Also sozusagen, man geht auf eine andere Schiene der Erzählung, nimmt eine andere Figur, wo man im Prinzip merkt, okay, das erschöpft sich jetzt, hier gibt es auch nichts mehr zu erzählen. Habe aber vielleicht eine Figur, mit der kann ich eine interessante Geschichte erzählen, weil die bisher immer nur so am Rande als Witzbold vorkam und man macht dann eine neue Serie draus, wo rauskommt, das ist eigentlich eine ganz tragische Existenz. Und ich meine, selbst bei Twin Peaks ist ja auch das Interessante, zeitweise gab es ja massive Probleme in der zweiten Staffel, also was ja auf Lynch und Frost widerrufen haben. Also wo man dann auch manchmal merkt, manchmal bringt es auch was, 25 Jahre zu warten und es fast wieder aufzumachen. Und dann kam ja auch wieder was Gutes raus bei der. Dafür kann man die dritte Staffel jetzt mehrfach sehen. Genau, die kann man von der zweiten Teil überspringen und dafür dann die dritte Staffel mehrfach hintereinander sichten. Also ich finde wirklich mal interessant, auch wie ihr das einschätzen würdet. Wo ist im Prinzip der Knackpunkt bei der Erschöpfung? Ist es die Storyworld? Ist es die Figur? Ist es auch mal ein Narrativ? Oder? Ich glaube, das müssen wir wirklich vom Fall zu Fall anschauen. Ja, das ist echt mal ein interessantes Vergleichen. Aber so manchmal ist es ja auch das narrative Muster. Also, gerade je exponierter es ist, also bei Damages oder How to Get Away with Murder, dann läuft sich das Muster einfach tot. Es wird einfach so dermaßen durchgezogen, auch 24 letztendlich auch. Ja, das ist einfach so exponiert, aber spätestens nach der dritten Staffel weiß man, jo, so funktioniert es halt, Punkt. Dann kommt da nichts mehr Neues, nichts mehr Überraschendes. Also eventuell noch auf Plot-Ebene, aber da ist sehr schnell der Punkt erreicht, wo es sich abnutzt. Bei anderen Geschichten dauert es länger. Also, wie gesagt, also man muss wirklich vom Einzelfall her. Ich glaube, es hat auch was mit der Balance zu tun, zwischen diesem, das Vertraute zu genießen, also vom Zuschauer her gedacht, und gleichzeitig aber immer wieder überrascht zu werden. Das kann man nicht ewig, glaube ich, in einer guten Waage halten. Das wird irgendwann kippen in die eine oder andere Richtung und dann ist der Moment, wo man sagt, jetzt wird es entweder langweilig, oder es fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Ja, oder irgendwie, okay, jetzt wird es zu absurd, weil es muss nicht immer noch gesteigert werden. Aber da wollte ich nur zu RP noch, Ade. Du bist da, okay. Da wäre nämlich noch die weitere Strategie der episodischen, der abgeschlossenen Dramaturgien. Also dass Black Mirror ja sogar unterschiedliche Laufzeiten und solche Dinge. Ich hatte einen Student noch darauf hingewiesen, auf die Love, Death and Robots, oder diese Animationsserie, die aktuell aufläuft. Das wäre auch, also. Aber genau, Black Mirror, super Beispiel. Ja. Sie hätten es ja machen können, unterschiedliche Lauflänge, angeschlossene Episoden, aber nicht eine von diesen Folgen hat eine andere Dramaturgiestruktur als zwei Plotpointe zu haben und geht durch keine Tür. Und das ist doch boring. Ja gut, Kirsten hatte ja erwähnt, die eine Folge, die als interaktiv ja schon diskutiert wurde, die macht es ein bisschen anders, aber wenn man die richtige Entscheidung im Sinne der Dramaturgie trifft, hat man natürlich auch eine klassische Erzählung, fast schon mit einem metareflexiven Impuls. Der Gedanke nochmal sozusagen geht ja darum, kann man Science Fiction eigentlich mit einer Dramaturgiestruktur von vor 100 Jahren erzählen, sozusagen? Das ist jetzt meine These und ich sage nein. Man müsste eigentlich was Neues finden, sozusagen. Also auch eine neue Erzählart, um sozusagen zu der Utopie zu kommen. Weil wenn wir die alten Muster, die alten sozialen Bedingtheiten sozusagen nicht überwinden, ne, sozusagen, also wenn wir da bleiben, dann kann sich Butler 50 Sachen ausdenken, sozusagen mit den alten Strukturen kriegt man sich erzählt. Dann sind wir wieder in den old-fashioned Sachen und man guckt sich's an und man schläft schon ein, wenn ich den Trailer sehe. Man könnte an der Stelle ja auch auf einen anderen Film verweisen. Du hast heute Morgen Metropolis genannt, ne, dass der ziemlich singulär geblieben ist. Und es ist genauso auch was der Nico Pick 2001, dass der ja ziemlich singulär geblieben ist bis heute. Gerade wegen der Art und Weise, wie er wieder erzählt wird. Ist halt die Frage, ist das denn quasi, wenn man jetzt eine Serie schreiben will, würde man denn dann überhaupt Aussichten haben, dass so etwas umgesetzt wird, wenn man es tatsächlich narrativ gegen den Strich bürstet, um jetzt mal eine Möglichkeit zu?
Das hängt stark davon ab, wie man im Markt aufgestellt ist. Also wenn man jetzt Dark geschrieben hat, drei Staffeln mit den herkömmlichen strukturellen Methoden, dann kann es sein, dass Netflix sagt, so jetzt macht ihr mal irgendwie, was ihr wollt. Und dann kann es natürlich sein, dass man das durchbekommt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Science-Fiction-Element in der Struktur liegt oder im Inhalt. Da kann man sicherlich drüber streiten. Ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass der Zuschauer irgendwo auch, wenn man denn möchte, dass es gesehen wird, weil man will ja vielleicht auch etwas vermitteln, der natürlich irgendwie schon auch nicht erst seit gestern mit diesen Strukturen vertraut ist. Also selbst Aristoteles, da kann man es schon nachlesen, hat darauf hingewiesen, dass bestimmte Formen sich besonders gut beim Publikum machen. Das ist schon lange her, dass diese Muster sich in die Köpfe der Zuschauer natürlich irgendwie eingeschlichen haben und auch, man beobachtet das ja auch in diesem Buch sehr trefflich nachzulesen, A Hero with a Thousand Faces heißt das, glaube ich, von Campbell, dass er untersucht hat, also weltweit, auch bei bestimmten Völkern, die ganz abgestiegen leben und so weiter, sich diese Erzählmuster dort auch wiederfinden. Das scheint also ein bisschen was Unmenschliches zu sein. Und ich glaube, dieser Frage kann niemand entgehen, wenn er beschließt, einen Film oder Serie zu herzustellen, zu produzieren, zu schreiben, wie auch immer. Will ich was ganz Neues machen, auf die Gefahr hin, dass die Menschen damit nicht klarkommen? Ne? Das ist so die eine Ecke. Und die andere ist eben, will ich etwas erzählen, möglichst viele Menschen erreichen vielleicht auch damit. Und dann muss ich vielleicht gewisse Muster benutzen, die dem Publikum vertraut sind, damit sie es leichter zugänglich haben und konsumieren können, sozusagen. Also ich denke, das ist ja auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Also natürlich gibt es dann irgendwelche so Antidramaturgien und so weiter, aber David Barber geht dann hin und wir zeigen, dass auch das immer noch das klassische Cinema ist. Also das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also man kann es immer zurückbrechen. Es gibt auch, also was für mich eigentlich so eines der besten Beispiele ist für eine Dramaturgie, in den Serien, wo ich sagen muss, okay, ich weiß eigentlich nicht, wie die das machen, ist The Wire, wo ich eigentlich das Gefühl habe, da wird konstant unterlaufen, wie man es normalerweise macht, und dennoch ist unglaublich spannend, aber wahrscheinlich, wenn man das genau analysieren würde, würde man merken, da hat es auch wieder diese Plotpoints drin, obwohl es sich auf den ersten Blick überhaupt nicht so anfühlt. Also die Frage, verlangt nicht die Idee, einen Science-Fiction zu machen, wenn ich es richtig verstehe, nach einer durchaus auch anderen avantgardistischen Form der Dramaturgie? Dann möchte ich mal, aus irgendeinem Grund musste ich zurückdenken, in meiner Kindheit lief mal die Mars-Chroniken, eine dreiteilige Miniserie nach Ray Bradbury. Der hatte eine relativ komplexe Verschachtelung für damals von verschiedenen Zeitebenen. Etwas, was heute total konventionell ist, aber da dachte ich mir, ja stimmt, das ist ja in Science Fiction schon möglich, dass man diese verschiedenen Phasen der Besiedlung des Mars dann verschachtelt. Dann fiel mir sofort ein Zulawskis Verfilmung der Silberne Planet. Der hat ja eine Trilogie seines Großvaters Miroslav Zulawski verfilmt, auf dem Silbermond und noch zwei andere Romane, die eigentlich genau das, was eben auch thematisiert wird, das Entstehen einer Gesellschaft mit einer utopischen Idee, die sich immer mehr quasi pervertiert, in einer also endlosen Verschachtelung von Ebenen. Das wäre ja theoretisch denkbar. Also man könnte, und da sind keine Plotpoints. Ich meine, der Silberne Planet, gut, ist ein ruinierter... Das ist schlimm, aber... Ja, aber es ist natürlich... Ja gut, oder man nimmt die Strugatsky-Vorlagen und die ja von Tarkovsky zum Beispiel verfilmt wurden oder hier schwer an Gott zu sein. Es ist nicht leicht an Gott zu sein. Ja, das ist der Fleischmann-Film. Und dann gibt es ja noch den von dem German, den russischen Film. Mhm. Der ja viel komplexer dadurch ist. Aber ich glaube, diese Zeit, die du ansprichst, könnte ein Weg sein. Ne? Das würde ich auch Christen widersprechen. Dark war sogar da schon ein bisschen advanceder, sozusagen, ja. Weil da ging man ja schon durch Türen und wusste gar nicht, in welcher Zeit bin ich denn jetzt. Oder wenn ich mich jetzt nicht total missverstanden habe. Sozusagen, da war der Thrill. Und das ist jetzt. Also schon sozusagen für ein deutsches Publikum schon ganz schön gewagt gewesen, das dem vorzusetzen, sozusagen zu sagen, hey, ich sag dir jetzt gar nicht, wo du da rauskommst, in welcher Zeit und wo das wieder andockt und guck mal, der lebt noch oder schon gar nicht mehr, da musste man schon, hatte man nicht mehr sozusagen, das ist der Held und der Anti-Held und der Plotpoint kommt
Und der muss sich entscheiden, ob er nach links oder rechts geht, weil da war die Tür zum Zeitfenster irgendwo offen. So, also vielleicht könnte Zeitebenen sozusagen was ergeben. Ich denke trotzdem, also erstens glaube ich, dass wir darüber auch hinaus sind tatsächlich beim Erzählen, dass das immer so wahnsinnig leicht nachvollziehbar sein muss, auch beim Publikum. Mhm. Aber ich habe andererseits auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, ich habe es auch nicht mehr verstanden und da deshalb ausgestiegen sind. Also das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Wenn du zu viel davon machst, dann wird es unverständlich und man muss es sehr genau ausloten. Und aber war da nicht genau das, was viel, genau das, was die Leute, die es geil fanden oder so, oder meine Freundin ist ja jeden Abend ist da wach geblieben, ich bin eingepennt, die gesagt hat, ich peil's auch nicht, ich krieg's auch nicht zusammen, aber da entsteht ein Raum, ja, in dem ich sozusagen denken, was auch immer kann, keine Ahnung, was man da macht, sozusagen, da entsteht jedenfalls was, was eben nicht in dieser normalen Denkungsart ist und da ist ein Resonanzraum, der mich irgendwo anders hinbringt, sozusagen. Und das könnte ja eventuell utopisch sein. Genau, also ich meine, also eben hast du gesagt, es gibt jetzt, also eigentlich keine der neuen Serien erzählt ja noch irgendwie linear. Es ist ja immer irgendwie 17 Flashbacks und dann immer noch irgendetwas eingeblendet, von dem man nicht weiß, was ist, bis ganz zum Schluss. Und ich muss sagen, mich nervt das eigentlich nur noch. Also weil ich irgendwie finde, nicht, dass oft finde ich, okay, das ist einfach reine Show, man könnte es genauso gut auch linear erzählen und dann wäre es einfach, wird weniger cool aussehen. Also es ist irgendwie, wo ich oft den erzählerischen Mehrwert nicht sehe, sondern irgendwie, jetzt müssen wir einfach ein bisschen die Chronologie zerhacken, damit man das Gefühl hat, das ist irgendwie schlau oder so. Naja, weil es letztlich, na klar, weil es vorhin normal linear war und nur an der Wand die Karteikarten umgelegt wurden, das meint es ja aber nicht sozusagen. Ja. Das ist genau der Punkt zwischen simulierter Sophistication, die man auch bei, wir hatten das vorhin ja im Gespräch, auch bei Nolan hat, ja, und auch bei Serien, die auf solchen Konzepten basieren. Ich musste gerade an die Serie Maniac denken, von dem, ist die nicht von dem Regisseur von True Detective? Jetzt kann ich mich total irren gerade. Auch mit Emma Stone. Das ist ja schon auf dem Podcast. Ich habe es im Polen bekommen, aber noch nicht. Da bin ich nämlich aus demselben Grund ausgestiegen, weil ich dauernd das Gefühl hatte, die produziert eine Sophistication, die nur auf sich selbst verweist und mir gar nichts bringt. Und das, was du meinst, ist, es entsteht ein Vorstellungsraum, der öffnet, und da sind wir bei dem Punkt, endlich. Jetzt wird mir klar, was ich meine. Die Öffnung der Dramaturgie auf eine unberechenbare Weise, die nicht geschlossen und erfüllt wird. Und das wäre eigentlich genau der Punkt. Ja? Also quasi eine offene Dramaturgie zu schaffen, die kann man seriell schaffen, aber das könnte tatsächlich das Publikum überfordern. Könnte. Also einige ja, einige vielleicht auch nicht. Gerade naja, deshalb interessant, ne? Dass ich glaube, da muss man gucken, wie weit man das ausdehnen kann. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe damals keine Serie, aber Film im Auto gesehen und kam aus dem Kino, war verstört, weil ich immer versucht habe, das zu verstehen. Das ist nicht gelungen. Und Memento. Das ist das, was ich meinte. Wenn man mal erklärt bekommen hat, wie es funktionieren soll, denkt man so, ach so. Ja. Und dann sieht man es nochmal und denkt, ja, stimmt. Und sagt, und das war's dann. Ja. Und da ist sogar Fight Club zum Beispiel offener in seiner Auflösung der Identität. Es war jetzt schon das Zeitfenster erwähnt worden. Unser Zeitfenster wird immer kleiner, wollte ich nur gerade darauf hinweisen. Dass, ja. Die Open-World-Spiele, also diese Game-Ästhetik, die auch Andreas bei Westworld angesprochen hat, finde ich auch noch sehr wichtig. Ich bin kein Gamer, aber ich glaube, wegen dem Thema überfordert ein junges Publikum. Auch wenn ich kein Gamer bin, weiß ich, dass viele in meinem Alter und jünger viele Gamer sind. Das darf man nicht vernachlässigen. Und ich glaube, die kommen recht gut damit klar, dass das alles immer offen ist und viele Dimensionen aufmacht. Und vielleicht besteht ja möglicherweise da die Zukunft des neuen seriellen Erzählens, diese Game-Narrative mit klassischen Kinostrukturen, wo du immer noch packende Helden hast oder zumindest Figuren, mit denen man sich gut identifizieren kann, weil ich denke, das ist wichtig für eine Story, dass ich auch dranbleibe. Und das ist ziemlich klassisches Kino. Aber kombiniert mit dieser Open-Game-Ästhetik. Das hat Andreas ja vorhin auch schon aufgebracht. Da müsste man fairnesshalber ja sagen, was das Marvel-Universe momentan praktiziert, ohne dass ich das jetzt mit Genuss teile, weil ich da wahrscheinlich zu alt bin, aber ist ja ein Universum zu entwerfen, das verschiedene Zweige
möglich macht, denen man folgen kann und andere, die man ignorieren kann. Und das quasi ernster zu nehmen, quasi als ein Entwurf eines Netzwerkes, das wäre vielleicht sowas, dass man im Grunde nicht eine Serie, sondern drei Serien entwickelt, die sich überlagern, ja, und wie so ein Rhizom dann bilden. Das wäre vielleicht das, worauf du vorhin angesprochen hast. Lass uns das schreiben. Okay, dann sage ich jetzt nichts weiter. Cary Fukunaga ist das. Genau, das ist der nächste James Bond Regisseur, oder? Ja, richtig. Nachdem er Dings abgesprungen ist. Vielleicht, also das ist jetzt mehr was Anekdotisches, aber ich finde, das passt Ihnen noch gut. Es gibt in den USA gibt so eine Bewegung, die nennt sich Venus Project. Das geht zurück auf einen Herrn, der heißt Chuck Prescott, der ist vor 2 Jahren im Alter von rund 1 Jahr gestorben, der das Gefühl hat, er hat alle Lösungen. Also er ist, nennt sich selber Industrial Engineer, ein Erfinder, und seit 50 Jahren lang hat er seine Vision einer Neugestaltung der Welt entworfen. Alles computergesteuert und so weiter und so fort. Es sind sehr viele Elemente der klassischen Utopie drin. Und wenn man dann ein bisschen nachgoogelt, findet man auf dem Netz diverse Material von ihm und auch diverse kürzer und längere Filme, in denen gezeigt wird, wie das aussehen soll, was die da machen mit irgendwelchen Superhighway, also Supermagnetbahnen und so. Und seit mehreren Jahren haben die eine Crowdfunding-Aktion am Laufen, weil sie eben einen Spielfilm machen möchten, in der deren Welt vorgestellt wird. Und was natürlich ein Problem ist, weil es soll ein unterhaltsamer Film sein, aber gleichzeitig soll diese Welt gezeigt werden. Und ich habe mich im Rahmen meines Buches, noch mal eine kurze Werbeeinlage, mit diesen Filmen beschäftigt. Und was dann besonders lustig war, ist, ich habe ein erstes Paper auf Englisch veröffentlicht dazu und eben zum Problem des utopischen Films, utopischen Spielfilm. Und vor etwa 3 Monaten einen Blogeintrag dessen Regisseurs, der nun verantwortlich ist für diesen Film, der eben noch gemacht werden soll, werde ich dann plötzlich zitiert, warum ein utopischer Film ganz schwierig ist und was man da machen muss. Also die Wissenschaft hat doch irgendeinen gewissen Einfluss darauf, was da geschieht. Ob dieser Film hier kommen wird, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest jetzt sehr viele Probleme dargelegt, warum das schwierig wird, so einen Film zu machen. Aber vielleicht sind die erfolgreich, aber das wird keine Serie insofern. Also ich glaube, was da auch noch als Aspekt mit reinspielt, und ich muss gerade an verschiedene Experimente denken, die man gemacht hat, was die Aktivität angeht, also diese Auswahl von Welten, ne, wo will ich denn hin als Zuschauer im Rahmen dieses Angebots, was da gemacht wird, da hat man festgestellt, also ich denke zum Beispiel an dieses Projekt Umschalten erwünscht, ich weiß nicht, dass die meisten im Raum hier sind zu jung, um das zu kennen noch. Das gab es einmal. ARD und ZDF haben das. Das war früher 80er, oder? Früher 80er. Genau, man konnte umschalten wirklich zwischen 2 Varianten. Der gleiche Film lief und man hatte immer Szenen, wo man eben entweder aus der einen Perspektive oder aus der anderen Perspektive schauen konnte. Es gab mehrere Versuche von Filmen, wo man das Ende wählen konnte oder auch zwischendurch sich entscheiden konnte, wie soll es weitergehen. Auch als Webprojekte habe ich einige Sachen gesehen. Das hat komischerweise immer so relativ enge Grenzen erlebt, also auch vom Zuspruch her des Publikums, weil man, und die Schlussfolgerung daraus war dann immer so ein bisschen unisono, dass die Leute wollen gar nicht wählen können, sondern sie wollen eigentlich unterhalten werden. Und das ist beim Gaming was anderes. Da ist es ja sozusagen die Ausgangssituation, ich entscheide, wo ich hingehe. Und es scheint, als ob die Mischformen nicht besonders gut funktionieren, außer dass man beim Gaming natürlich immer auch diese Cutscenes hat, wo plötzlich dann so eine Art Kinofilm sieht, das fast aus schon, mir gewisse Teile vorgegeben werden, damit ich überhaupt weiß, worum es geht und was sozusagen die Frage ist. Und auch wer die Figuren sind und so weiter. Das ist, sagen wir mal so, immer wenn man versucht hat, das Interaktive in die Film- und Serienwelt zu übertragen, und bei Serien gab es, glaube ich, gar nicht. Doch, gibt es auch, stimmt nicht, gibt es so eine Krimiserie, wo man immer Fälle lösen muss, sozusagen. Das hat weniger gut funktioniert als andersrum. Also im Game Cutscenes zu haben, braucht man geradezu und stört sich, glaube ich, auch keiner dran. Aber umgekehrt war das nicht so beliebt. Das kann natürlich am Publikum liegen. Ja, vielleicht entwickelt sich das jetzt auch, wenn die jungen Leute mit Gaming aufwachsen und dann später das ganz selbstverständlich finden. Da
Also, ich meine, weiß nicht, ob mir Andreas jetzt gleich widerspricht. Für mich ist eigentlich immer völlig klar, dass das einfach von der Rezeption her zwei ganz unterschiedliche Modi sind. Und beim Film oder der Serie ist der Witz, jemand hat für mich entschieden, was ich sehen soll. Das heißt nicht, dass anders nicht auch möglich ist, aber ich glaube wirklich, wenn das dann anders gemacht wird, dann ist, dann sind wir in einem anderen Medium. Dann ist es etwas, was grundsätzlich anders funktioniert. Aber eben nicht direkt widersprechen, sondern eher, ich meine, irgendwann wollen wir Abendessen gehen, nur in aller Kürze. Ich glaube, deswegen ist ja auch eher der Witz, deswegen funktioniert tatsächlich eher so ein Shared Universe, als sie die sozusagen Spiel und Film oder Serie sind im gleichen Raum angesiedelt, sind aber nicht die gleiche Narration. Also diese Fixierung auf die Narration. Das, glaube ich, war dabei. Also eine Cross-Media-Narration nennt man das doch, oder? Ja, oder eher so Storyworld oder so. Die Narration ist da teilweise auch dann ausgehebelt. Und ich meine, was bei Marvel interessant wäre zu überlegen, es ist ja immerhin, dies funktioniert, denke ich, schon wirklich sehr gut und macht mir sogar noch Spaß als Genre-Fan. Aber der Witz dabei ist, es sind ja Adaptionen von ungefähr 60 Jahren Comic-Geschichte. Mhm. Also das heißt, weil ich mal neulich drüber nachdachte, dass eigentlich immer dieses Genre-Modell, Zyklus, Erschöpfung, Neukonstitution, dass es eigentlich im Marvel-Universum relativ raffiniert ist, wie alles parallel zueinander läuft, weil sie aus den verschiedenen Jahrzehnten die Stories nehmen. Also wenn man im Prinzip der einen Seite überdrüssig wird, dann hat man auf der anderen Seite mit Guardians of the Galaxy oder sowas, wo dies ironisiert, persifliert wird, der nächste Film kann dann wieder auf eine sehr ernste Schiene gehen, weil man im Prinzip dauernd aus einem Kosmos, der im Prinzip wie so ein Rollspiel-Quellensystem funktioniert, auf 60 Jahre Background-Stories zurückgreifen kann und die kombinieren. Vielleicht müssen wir mal sowas untersuchen wie die ganzen Rollenspielwelten mit ihren Sourcebooks. Dies wäre vielleicht. Es gab in der ARD mal einen ernst gemeinten Versuch, der beim Publikum jetzt nicht fruchtete, der aber echt interessant ist, nämlich die Drei-Leben-Trilogie, wo eben ein Kriminalfall von drei verschiedenen Regisseuren aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Der ist nicht zum Umschalten gedacht gewesen, sondern das kam hintereinander als Trilogie. Und das ist tatsächlich dasselbe Universum, das sich zum Teil berührt. Also die treffen sich dann zufällig manchmal und man erinnert sich auch an gewisse Szenen, die aber aus unterschiedlicher Sicht dann funktionieren. Und quasi die Nebenfigur aus dem einen wird plötzlich auch Figur im anderen. Das wäre das, nur das funktionierte halt nur in einem kleinen Rahmen. Ja. Das hat Tod eines Schülers schon gemacht, 1980. Ah ja, stimmt. Genau. Also da ging es ja um Suizid eines Abiturienten und dann wird quasi die erste Folge stellt das so ein bisschen dar. Yeah. Und dann wird von Folge zu Folge abwechselnd eine Perspektive gezeigt. Die Lehrer, die Freunde, die Freundin, die Eltern. Mhm. Also auch bei dieser dänischen Serie Forstilling, also die Vorstellung, das ist ein Theaterstück von Per Flü verfilmt. Interessant, ganz interessant, weil es gibt, hier meine Leute müssen das immer sehen, gibt wirklich die gleiche Zeitspanne aus sechs verschiedenen Perspektiven und es wird auch von Mal zu Mal spannender, weil man immer mehr mitkriegt, was eigentlich sozusagen wirklich gespielt wird. Sehr interessant. Ja, da gab es jetzt auch eine belgische Produktion, in Deutschland hieß die 24 Hours, mit dem Bankraub, Geiselnahme, da ist immer eine Folge Perspektive der Polizei, eine Folge Bankräuber, Geisel. Also das gibt es mittlerweile öfter mal, auch via Fair, wo auch mit diesem Perspektivwechsel gespielt wird. Also wir haben hier noch eine Wortmeldung. Wo Sie das angesprochen haben mit der Rezeption in der ARD, das passiert, das ist ja auch letztes Jahr, glaube ich, mit den Experiment-Tatorten aufgefallen, dass vor allem nach dem Frankfurter Horror-Tatort, dass da... wo ich ein bisschen die Hoffnung hatte, vielleicht kann man somit so ein bisschen dass die Fernsehlandschaft ein bisschen aufmischen, indem man in dieses altbackene Tatort manchmal neue Elemente einbringt, dass das ja so einen großen Aufschrei ermöglicht hat, wo Leute gesagt haben, hört auf mit diesen Experimenten, ich will meinen typischen Whodunit-Krimi-Mord am Sonntag haben. Also der Tatort hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er extrem unterschiedlich ist, dass er extrem mit... die Konvention des Tatorts gebrochen hat. Also es beginnt ja schon damit, wenn der WDR Cressin einführt, ganz am Anfang 1971, führte dazu, dass die Bewerberzahlen beim Zoll hochgingen, weil er war Oberinspektor und in der ersten Folge lag er mit zwei Frauen im Bett. Also irgendwie wollten dann plötzlich alle Zöllner werden. Das war schon ein bisschen Film im deutschen Fernsehen. Ja, dann Schimanski. Also der Tatort hat sich permanent selbst erneuert und erweitert und war immer offen für Experimente. Schauen Sie sich mal den ersten Schweizer Tatort an. Nein, nein, tun Sie das nicht. Doch, der erste ist richtig gut. Also ich meine, den letzten nicht. Das ist,
die letzten jetzt nicht so, aber der erste, der ist wichtig, also sie führen einen Kommissar ein, also A, säuft er, raucht er, sonst was, vergewaltigt seine Tochter und bringt sie am Ende um. Ja, und das von der Schweiz. Also das erwartet man wirklich nicht. Klassiker. Ne? Völlig unbekannt mittlerweile, aber er ist wirklich großartig. Da so. Ist nicht immer jedes Experiment geglückt, aber der Tatort hat immer sehr viel Experiment. So, wir sind jetzt so weit vom Thema weggekommen, dass möglicherweise... Wir sind jetzt so weit vom Thema weggekommen, dass uns vielleicht das Gleiche passiert ist wie so einigen Serien. Es gibt nicht mehr so viel zu erzählen. Vielleicht, wir haben jetzt auch Viertel nach fünf. Vielleicht können wir es damit auch beschließen, es sei denn, es will jetzt noch jemand etwas ganz... Ich möchte noch ganz kurz das abschließen. Auf jeden Fall. Perspektive, also ja. Weil ich natürlich als Repräsentant auf der Hochschulleitung mich extrem gefreut habe über die sehr rege Beteiligung hier bei dieser Veranstaltung, also die wirklich das Highlight eigentlich der bisherigen Tagung auch war von der Beteiligung und von Anzahl der Leute und so weiter. Es ist sehr gut funktioniert hat, also der eine Ausfall wurde ja wunderbar kompensiert und Handmaid's Tale war ein wichtiges Thema, das noch dazu kam. Insofern, ich denke, wir haben tatsächlich einige gewünschte Ergebnisse oder Anregungen bekommen, weil diese Frage mit der Narration und wie man quasi vielleicht eben gerade alternative Narrationen schaffen kann für die Zukunft, das ist ein Thema, an dem man wirklich weiterarbeiten kann. Dann natürlich auch die Frage, klar, Dystopien haben für uns eine besondere Relevanz, wie sich auch in dieser ersten Frage stellt, weil wir in der Realität ja immer wieder damit konfrontiert sind, welchen Stellenwert haben denn utopische Vorstellungen noch, die mal Gültigkeit hatten, als die EU gegründet wurde zum Beispiel, und wie wird sich das entwickeln? Deswegen ist es wirklich spannend zu sehen, wie eine Serie wie Tribes of Europe, wird die heißen, wie sich sowas dann darstellt, ja? Ohne jetzt zu euphorisch zu sein im Vorhinein, mal gucken. Insofern bin ich als Mitveranstalter hochzufrieden mit dieser Veranstaltung und bedanke mich bei allen Beteiligten, die jetzt noch hier sind und auch beim Publikum, auch bei den Studierenden, die hier großes Interesse und Engagement gezeigt haben, das finde ich... Das ist wunderbar, so muss es sein und insofern, ja, ein schönes Wochenende von uns aus. Herzlichen Dank.